Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Klassenguide für Star Wars Battlefront. Und diesmal gibt es wie versprochen meine Infanterieklasse für die Spielmodi Droid Run, Drop Pod oder Cargo. Als Waffen gibt es bei mir eigentlich nur die Qual der Wahl zwischen dem D44 Blaster auf der einen und der Burstwaffe ST-14C auf der anderen Seite, wobei ich den D44 etwas schlechter finde, weil er inkonsequenter ist, beziehungsweise man muss ein sehr gutes Aim damit haben. Beim anderen Blaster kann man dahingegen aufgrund der 5er Bursts noch während dem Schießen nachjustieren. Die Shotgun finde ich hier persönlich zu beschränkt, weil sie noch inkonsequenter als der D44er ist und eine zu langsame Schussrate besitzt. Außerdem kann man eigentlich nur im absoluten Nahbereich Leute damit erledigen. Da sind die beiden Blaster in jeder Hinsicht überlegen und die beste Allround-Waffe für Infanterie-Modi. Als Sternkarte nehme ich immer die Kontaktgranate mit, um im Nahbereich ein paar Kills abzustauben oder zumindest die Gesundheit der Gegner so abzuschwächen, dass man nur noch eine Salve zum Kill benötigt. Dazu entweder die Barrage oder den Bowcaster, je nachdem was einem mehr liegt. Die Barrage benutze ich manchmal ganz gerne, aber gar nicht so sehr, um direkte Kills damit zu erzielen, sondern vielmehr als Crowd Control, also sprich um einen Weg zu blockieren, was beim Spielmodus Cargo oft sehr hilfreich ist, wenn man zum Beispiel die Gegnerflagge wegträgt und die Gegner einem im Rücken verfolgen. Als nächstes Equipment gibt es dann entweder den Explosivschuss oder den Scan, wobei mir der Scan etwas mehr gefällt, um seinen nächsten Move zu planen oder Gegner zu überraschen. Gerade bei Cargo kann man so oft einen Verteidiger, der in der Ecke campt, entdecken und überrumpeln. Aber der Explosivschuss ist auch eine gute Variante, da man anhand des Radars ohnehin recht gut erkennt, wo der Gegner sich befindet. Denn kaum einer benutzt den Trait Scout, wodurch man ja beim Sprinten oder Schießen nicht mehr auf dem Radar erscheint. Und mit dem Explosivschuss kann man dann sehr schnell 2-3 Gegner in Sekundenschnelle erledigen, ohne dass sie eine wirkliche Chance hatten, auch wenn dieser nicht mehr so übertrieben stark ist wie noch zur Release. Als Trait muss man eigentlich schon zwangsläufig mit dem Bodyguard rumlaufen, wodurch Granaten kein Instant-Kill mehr sind. Und weil einfach jeder mit Granaten rumläuft und so an jeder Ecke der Tod lauert, würde ich nur jedem zu diesem Trait raten. Allein die Thermalgranate oder der Smart Rocket Launcher killen einen dann immer noch sofort, aber diese sind ja auch spezielle Pickups und kommen deswegen auch nicht so oft vor. Um selbst wiederum den Bodyguard-Trait bei Gegnern zu kontern, solltet ihr nach einem Granatentreffer noch schnell ein paar Mal mit eurem Blaster hinterher schießen, um den Kill auch sicher abzusagen. Alternativ könnt ihr euch auch den Survival-Trait zulegen, wodurch sich die Gesundheit schneller regeneriert, was auch recht hilfreich sein kann. Allerdings hat man meiner Erfahrung nach kaum eine Chance zu regenerieren, weil man meistens mehr als einen Gegner hintereinander hat und so der Vorteil eher selten zum Vorschein kommt. Wenn ihr einen Objective-basierten Spielmodus wie Cargo, also Capture the Flag im Endeffekt, oder Droid Run, also im Endeffekt Domination spielt, könnt ihr euch allerdings auch den Scout-Trade reintun, womit ihr während dem Sprinten oder auch Schießen nicht mehr auf dem Radar angezeigt werdet. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man die Gegner flankieren oder die Flagge aus deren Basis stibitzen will. Allerdings benötigt man hierfür den Trade Level 2 bzw. 3, die ihr erst bei 3 bzw. 5 Kills hintereinander bekommt. So ausgerüstet solltet ihr keinerlei Probleme mehr haben, eine gute Runde nach der anderen zu erspielen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen. Und falls ihr vielleicht noch ein Loaded für eine spezielle Situation haben möchtet, dann schreibt mir doch eure Vorschläge unten in die Kommentare rein. Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen!